Ja, herzlich willkommen zum Öko-Magazin. Wir beleuchten das Studio mit einer Kerze. Oh, ist das blöd. Das war der Blödste bisher. Das war eine schwere Geburt. Die Mutter wälzte sich seit Stunden in den Wehen, aber das Baby lag in einer verqueren Steißlage und die versammelten Berliner Gynäkologen riefen schließlich noch den Oberentbindungschef der Charité dazu. Der setzte die Frau unter Chloroform, drehte das Baby unter bestialischen Schmerzen für alle Beteiligten im Mutterleib und als dann fast schon kein Puls mehr messbar war, riss man den Säugling aus der Mutter raus. Der rechte Arm wurde dabei abgeklemmt. Auf jedem Bildnis aus den folgenden 82 Lebensjahren ließ der hochwohl- und tiefübel Geborene diesen verkrüppelten Arm kaschieren. Hallo, Herr Kaiser. Wilhelm II. Erzählte später von einer unglücklichen Kindheit, in der sein Arm mal in ein totes Kaninchen gesteckt wurde, mal mit Metallgestellen gequält und immer wie der ganze Junge von der Mutter abgelehnt. Manche Historiker machen nicht weniger als den kompletten Ersten Weltkrieg an der schweren Geburt fest, manche legen als Bonus sogar noch Hitler drauf. Manche Politiker kaschieren vermeintliche körperliche Gebrechen. Nicht, dass wir jetzt Donald Trump mit Wilhelm von Hohenzollern gleichsetzen wollen, sondern das tun schon die Welt, die Zeit und die FAZ. Unsere große bürgerliche, großbürgerliche bringt es in der Dachzeile sogar auf den Claim Kriegsgefahr durch Narzissten. Mal was anderes als Nazis. Wilhelm füllte ein Bücherregal zeitgenössischer Werke wie Die Geisteskrankheit Wilhelms, Wilhelm II. Periodisch geisteskrank, Wilhelm II. Als Krüppel und Psychopath. In seinen Memoiren oder sagen wir mal in einem Buch gewordenen Monument der Jämmerlichkeit, Ereignisse und Gestalten, beschreibt Iro Unwürden, dass alle anderen schuld aber an allem seien, dass man sich wegen jetzt so eines Weltkriegs auch nicht gleich erschießen könne und Kaminholzspalten, das sei im holländischen Exil eine dufte Sache für abgedankte Monarchen, die auch im fortgeschrittenen Alter auf Fotos gern ihren rechten Arm verstecken. Die zitierten Bücher können Sie natürlich alle gerne mal bei mir ausleihen, vorausgesetzt Sie schreiben mich mit der korrekten Anrede Ihre Hoheit an. Apropos Narzissmus, wie komme ich da jetzt drauf? Bei Banketten war unser Spitzenwilli total gefürchteter Sitznachbar und Schwallomat. Einmal landete er neben Belgiens König und erklärte dem so beiläufig beim Süppchen, ja Mensch, Kollege, wenn dein Land beim nächsten Krieg nicht mitspielt, kann's auch einfach mal weg. Der erschrockene Poldi sprang daraufhin auf, setzte verwirrt seinen Helm falschrum auf, mit dem Adler nach hinten und eilte davon. Einfach mal so ein Landgrabschen, das kommt heute natürlich auch nicht mehr in die Tüte. Bald gibt's also dicke Psychoschwarten über Donald Trump und seinen lodernden Mützenbrand und immer wird es dann sofort viele, viele Ferndiagnosen geben. Sigmund Freud schrieb aus der Entfernung aus Wien über den Entzug der Mutterliebe, über die gestörte Beziehung und die von ihm vermuteten Störungen am Charakter Wilhelms, die daraus hervorgegangen seien. Da sind wir mal gewarnt, wenn die nächsten Weltenherrscher sich auf den Weg machen. Etwa hier, Narziss und Goldmund in einer Person. Wie konnte Hermann Hesse das vorher wissen? Oder unser Xaver, der wohnt sogar noch in dem Land, das Willi regiert. Und der hier ist auch gerade übergekocht. Und dann gibt es die traditionelle Debatte, ja, ist das neurotisch, ist das psychotisch, ist das völlig klar, die anderen sind bekloppt, ist das geisteskrank, na, ein bisschen größenwahnsinnig ist es schon, geltungsbedürftig, das begleitet alle diese Fälle von Wilhelm bis Attila. Doch der Kern einer jeden Therapiefrage bleibt, empfindet er jemanden Schmerz? Wer nicht therapiert werden möchte, der geht nicht hin. Ja, von wegen Klopapier, Nudeln, Gemüsekonserven. Was kaufen Deutsche wirklich, wenn draußen Corona ist? Das Testportal Vergleich.org hat die Suchanfragen seiner Nutzer ausgewertet und eine dufte Pressemitteilung daraus gebraten. Und das gibt uns Gelegenheit für einen kaum verhohlenen, nur notdürftig getarnten Besuch in der Wortspielhölle. Der meistgekaufte Artikel seit Corona war eine Osteuropäerin, die gerne Straßenbahn fährt. Die Trampolin. Platz 2 Thermometer, lieber online ordern als Quecksilber vom Quacksalber. Und dahinter dann voll Langweiler, Gefrierschrank, Akku mehr, Sportgeräte, häusliches Logo, Crosstrainer, so Laufband, Haarschneider und Hochdruckreiniger, wenn der Quarantäneschlamm bei Fatih schon leicht ankrustet. Und auf Platz 10 das Ohrthermometer für Menschen mit dem Lebensmotto Anal ist nicht genug. Weniger kauften die Deutschen laut Vergleich.org übrigens sowas wie Zahnbürsten und Waschgeräte. Die statistische Basis dieser Erhebung wird nicht mitgeteilt, aber die Plattform will langfristig die Stiftung Warentest angreifen. Dabei finanziert sie sich laut Selbstauskunft allein durch Werbeeinnahmen.
was sind die sogenannten Affiliates. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, oh Mensch, eine Osteuropäerin mit Straßenbahn, da gucke ich mal bei Vergleich.org, die haben da ja, und dann klicken Sie da drauf und werden weitergeleitet nach Amazon, kaufen da diese Osteuropäerin und Amazon sagt, scheiße, müssen wir Vergleich.org Geld abgeben. So funktioniert ein Affiliate. Jetzt wissen Sie nicht nur, was die Deutschen gerne kaufen, sondern auch, für was sie gerne verkauft werden. Dumm. Manchmal guckt er wie ein geprügelter Hund, was damit zusammenhängen mag, dass er, naja, nicht einer ist, aber in einem Interview erzählte Thüringens linker Ministerpräsident Ramelow, sein Vorname stamme von dem Nachbarshund, der dem Vater so gut gefallen habe. Bodo, apport! Hoffentlich pflanzt sich das nicht fort. Also wie zum Beispiel nennt jetzt Ramelow seinen Hund? Attila. Der Hundenkönig, Etzel. Oder ein durchgeschmorter Koch mit Vegetariernachweis. Jedenfalls, Ramelow empört das Land mit seinem Interruptus, weil er in Thüringen den Ausnahmezustand beenden und aus dem Krisenmodus raus will. Der regiert ja jetzt seit dem Neuwahldebakel um Kemmerich, FDP, AfD mit der größten GroKo der Welt. Linke, Grüne, SPD, eine verbitterte CDU, die über das total selber verbittert. Es ist wirklich kompliziert. Beziehungsstatus. Das Gute daran ist, jetzt hat endlich Markus Söder mal einen Gegner. Nicht die Lasche, Lusche, Lasche, diese ewig mosernde Merkel. Der Spinner Spahn, das ist ja alles Fallobst für unseren Titanen aus München. Wie geil und wie klar wäre ein Bundestagswahlkampf mit den Kanzlerkandidaten rechts Söder und rot-rot-grün Ramelow? Ja, sagen Sie. Hat der Söder doch keine Chance, der hat doch keinen Hund. Jetzt kommt die kleine Bella dazu, das ist so ein Mini-Dobermann. Das wird schmutzig. Tschüss.